Wir sind heute bei der A&V-Versicherung in Wiesbaden bei der Talks for Nerds. Das ist eine IT-Konferenz, die Trends und Strömungen am Markt beobachtet. Der Titel ist Chaos Engineering und Test Automation und das vereint quasi all das, was wir brauchen, um unseren Produktionsbetrieb noch mehr zu stabilisieren, wie er heute schon ist. Es gibt heutzutage fast keine einfachen Fehler mehr, keine Fehlerbilder, die zu Auswirkungen führen. Gegen einfache Fehler haben wir uns schon abgesichert, da gibt es Redundanzen, das ist alles super. Aber die Geschichten rund um die Fehler, die heute noch passieren, die sind zwar unglaublich spannend, aber die möchte keiner hören, weil das ist immer ein Produktionsausfall dahinter. Und um diese etwas komplexeren Situationen eben dann in den Griff zu bekommen, dafür braucht es neue Ansätze. Und da ist Chaos Engineering eine Antwort. Es geht um systematisches Chaos erzeugen. Wozu braucht man das? Ja, wir möchten gerne wissen, was unsere Anwendungen tun, wenn sie mal in etwas chaotischere Betriebssituationen gelangen. Wir haben uns bei der A&V vor einigen Jahren, wie viele andere auch, auf die Reise gemacht, Anwendungen anders zu schreiben. Stichwort dahinter ist Cloud. Wir kommen in der Versicherung klassischerweise aus einem sehr transaktionsorientierten Umfeld. Das bedeutet, da ist eine Aktion, beispielsweise eine Buchung, entweder ganz gelaufen oder gar nicht. Das ist in der Cloud anders. Da gibt es plötzlich ganz viele Komponenten, die zusammenspielen müssen. Und das tun sie im Gutfall auch, weil das hat man ja getestet. Aber was passiert, wenn jetzt ein paar Komponenten gar nicht da sind? Die reagieren nicht oder reagieren verzögert oder liefern Antworten doppelt. Das sind Dinge, die man auch bewerten muss. Aber dazu muss man sie erstmal provozieren. Und dieses Provozieren, das sind die sogenannten Chaos Engineering Experimente. Und darüber spreche ich heute. Also mein Name ist Benjamin Wilms, ich komme von der Chaos Mesh GmbH, das ist ein junges Startup, was im Oktober letzten Jahres gegründet wurde. In meinem Talk geht es heute um das Thema Chaos Engineering, wie man es macht, welche Mittel man benutzen kann, welche Software geeignet dafür ist und wie man sich halt die Produktion dann doch wieder zu einem sehr schönen Ort macht, in dem sich auch die Applikationen, die man dort deployed hat, wohlfühlen werden. Ich bin Tobias Göschel, ich arbeite für die Concentric AG, ich bin Berater. Das heißt, ich gehe relativ häufig in Unternehmen, die Hilfe benötigen, die in die Cloud wollen, die digitale Transformation machen wollen. Und dann helfe ich so gut, wie ich kann. In meinem Talk heute geht es um Continuous Delivery und wie man die für sich gut einsetzen kann, beziehungsweise welche Kernkompetenzen dafür dringend notwendig sind. Und da vor allem um die Testautomatisierung.